Hoch über den Dächern der Stadt Gera wurde sie eingeläutet, die achte Museumsnacht. Das Glockenspiel des Rathauses eröffnete die beliebte Veranstaltung am Samstagabend. Klaus Recknagel, einer der beiden Karolineurs, erklärte einer Gruppe Kinder, wie man den 37 Glocken im Dach des Rathausturmes Töne entlocken kann. Auf die Plätze, fertig, großes Geläute, ab! Klängen anderer Art konnte man im Stadtmuseum lauschen. Getreu dem Motto Zauber des Mittelalters nahm die Gruppe Lumpazi Vagabundus ihre Zuhörer mit in längst vergangene Zeiten. Aber es gab nicht nur was zu hören, sondern auch viel zu sehen. Wie zum Beispiel eine Modenschau auf den Eingangstreppen des Museums. Das dunkle Zeitalter präsentierte sich hier recht farbenfroh. Auch die handwerkliche Kunst der damaligen Zeit konnten die Besucher hautnah erleben. Wie man mit Weberschiffchen, Töpferscheibe und Schnitzmesser umging, gab es vor dem Haus zu sehen. Im Museum selber wagte man einen Rückblick in Sachen Schuhwerk. Obwohl hier mit dem Mittelalter eher die Vergangenheit das Thema war, konnte man in der ehemaligen Zuchthauszelle im Kellergeschoss zusammen mit Wahrsagerin Marlies einen Blick in die Zukunft werfen. Einer alten, geheimnisvollen Kunst, die man auch damals pflegte, widmete man sich im Naturkundemuseum. Ganz im Zeichen der Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft ging es hier um die Alchemie. Allerlei mystische Experimente verzauberten im Naturalienkabinett die Zuschauer. Fast genauso feurig wie diese Flammenwürmer war die Musik nebenan im Barocksaal. Aus Mexiko angereist Alan Torres de Oporto. Dieser führte seine Zuhörer auf eine Klangreise nach Mittelamerika. Im Hof des Naturkundemuseums gab es wieder für die Kleinsten viel zu erleben. Neben dem Filzen war auch der Stand des Präparators beliebt. Hier konnte man seine Hand, den Fuß oder andere Abdrücke, zum Beispiel von verschiedenen Tieren, in Gips verewigen. Das Naturkundemuseum bot an diesem Abend etwas für alle Sinne. Tasten, riechen, schmecken und erkennen, hieß es an diesem Stand. Erkennen musste man verschiedene Kräuter. Otto Dix als berühmtester Sohn der Stadt Gera kam bei der Museumsnacht ebenfalls nicht zu kurz. Denn ohne Dix geht nix, hieß es im Geburtshaus des Malers am Mohrenplatz. Wie auch in allen anderen Museen nutzten die Besucher der Museumsnacht die Gelegenheit zu einer Führung durch die Räumlichkeiten. Um Mitternacht wurde dann nochmal die Nacht zum Tag gemacht. Mit ihrer Feuer- und Trommelshow neben dem Stadtmuseum ließen die Hexenschwestern Petra und Astrid den Abend ausklingen. Das sollte es für dieses Mal gewesen sein, aber die nächste Museumsnacht kommt bestimmt.